Letztes Jahr war es die Ukraine-Krise, davor war es dann die Pandemie und davor war es aber auch was anderes wieder. Da war es wieder der Dieselskandal und davor war es dann auch wieder was anderes. Also letztendlich könnte man sagen, man ist extremst entscheidungsunfreudig in Deutschland. Das ist natürlich Sand im Getriebe der Wirtschaft insgesamt, weil unser Wirtschaftssystem, so wie wir es kennen, lebt ja letztendlich von, ja, vom Cashflow. Ja, also letztendlich von davon, dass das Geld nicht irgendwo geparkt wird auf dem Sparbuch oder sowas, ja, sondern einfach weitergereicht wird, ja, also und investiert wird. Also das ist jetzt A und O. Ja, was würdest du sagen? Was würdest du jemandem raten? Ist natürlich eine schwierige Frage. Sagen wir jetzt mal durch die Entwicklerbrille, wenn du jetzt eine Softwarebude hast, ja. Wie kann man das jetzt beschleunigen? Oder was kann man dazu tun, einfach sozusagen dem einem potenziellen Entscheider oder einem potenziellen Neukunden oder auch einem Bestandskunden einfach dabei zu unterstützen, zu helfen, die richtige Entscheidung schneller zu treffen? Ja. Also ich glaube, im Unterschied zu deiner Mami ist bei dem Entscheider nicht die Vorfreude aufs Geld ausgeben so sehr ausschlaggebende Grund, warum er das so lange hinzieht, Okay. sondern eher die Angst davor. Also, der Punkt ist halt, sobald du, also das ist halt nicht irgendwie mal so ein Kleinwagen, was du da kaufst, wenn du irgendwie ein größeres IT-Projekt anschiebst, sondern das sind halt schon massive Ausgaben. Und gerade IT-Projekte sind halt Klassiker auch an Projekten, die halt dann auch nicht so laufen, wie man es sich wünscht und erhofft. Das heißt, er muss ja, sage ich mal, auf den Kosten, die er jetzt eigentlich schon ausgibt, nochmal so einen Multiplikator an Risiko mit drauf machen, was es dann nochmal extra schwierig macht. Und auch gerade halt auch die Dienstleister, mit denen er redet, da muss halt auch das entsprechende Vertrauen da sein. Also da ist schon irgendwie verständlich, dass es nicht, dass der Geldbeutel nicht so locker sitzt, weil das ist halt eben kein, das ist sehr, 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 sehr schwer messbar, ob ich jetzt bei einem IT-Dienstleister, wenn ich den noch gar nicht kenne, ob ich da jetzt gut aufgehoben bin oder nicht. Also die Vertriebler, die erzählen einem dann immer so das Blaue vom Himmel, ja, es kriegen wir alles hin, und hinten raus, wenn man sich dann anschaut, wie es läuft, ist es dann oft bei vielen Dienstleistern halt auch nicht alles so golden, wie es vorne rausglänzt. Und das wissen natürlich die Entscheider auch und haben halt dementsprechend auch so ein bisschen die Schwierigkeit, dann entsprechend diese großen Projekte auch irgendwo rauszugeben. Also an die kleinen, da tun sie sich dann noch schwerer, weil die sind halt irgendwie noch fragiler in dem Sinne. An die großen, die sind halt dann noch teurer. Also das ist halt dann irgendwie so auch diese Zwickmühle. Also Immer zwischen Pest und Cholera dann entscheiden. ja, also das ist, klar, also bei so ein, wenn ich dann irgendwie mir so ein großes Schiff raussuche, wo dann die Tagessätze für einen Junior im vierstelligen Bereich anfangen, ist das halt natürlich eine andere Geschichte, als wenn ich jetzt dann einen kleineren nehme. Aber der kleine nutzt mir halt nichts, wenn er günstiger ist, wenn er dann das Projekt nur zur Hälfte fertig macht und dann nicht also entweder die Qualität nicht stimmt oder es ist nicht. Wie wir halt da versuchen, das Ganze anzugehen, ist, dass wir halt so stückchenweise Wollte ich gerade das. sagen, weil du hast jetzt die Symptome nochmal sehr, sehr stark beschrieben. Was würdest du denn sagen, was würdest du Empfehlungen rausgeben, wenn zum Beispiel eine andere Softwarebude hier zuhört gerade? Anfangen Machst und du es besser? dann anfangen und ausweiten. Also, dass man halt dann sagt, okay, ich habe Ja. vielleicht ein größeres Thema an der Hand, aber ich suche mir halt, ich pick mir da ein, zwei Kernthemen vielleicht raus, oder ich habe noch ein anderes Randthema. Also gerade diese Randthemen, die sind vielleicht auch wirklich interessant, um da mit einem Dienstleister mal zu schauen, wie arbeitet der, sind die zuverlässig, kommen die Sachen einigermaßen in Time, sind die im Budget, was rechnen die so alles ab, also ist es irgendwie konsistent mit dem, was da auch an Leistung rauskommt, was dann in der Rechnung drin steht. Also nicht sagen, dass da irgendjemand wirklich krumme Sachen macht, aber es ist halt schon die Frage, wie viel Aufwand dann jeweils in die einzelnen Arbeiten reinfließt. Das kann man halt mit so Randthemen oder Themen, die jetzt nicht so unbedingt im Fokus sind, eigentlich mal ganz gut austesten. Also, sagen wir mal, eine CI/CD-Pipeline aufsetzen, das Projekt aufsetzen, irgendwie einen Frontend-Prototypen dafür mal zu bauen. Einfach, das sind ja auch Sachen, die helfen einem ja auch später auch weiter, wenn ich so einen kleinen POP fürs Frontend mir bauen lasse, wo halt die wichtigsten Funktionen halt mal angeteasert sind. Dann kann ich damit halt vielleicht auch wieder zum Management gehen und sagen, hier schaut, also das haben wir vor, das wäre der Vorteil,
Damit kann man halt dann weitermachen, dass man halt so sagt, okay, wir nehmen uns mal 1, 2 Monate den Dienstleister, beauftragen den mit 1, 2 Leuten und schau mal, was der so in dem ersten Wurf schon mal irgendwie hinbekommt. Und dann kann man halt iterativ dann sagen, okay, geht in die richtige Richtung, mach mal weiter mit der Beauftragung oder halt auch nicht. Also, Ja, klar. aber dass man einfach Auch, mal ins Doing kommt. Ja. ja, und auch so psychologisch halt taktisch intelligent vorgehen. Also, wie du schon gerade gesagt hast, ne? Das ist halt einfach, ich kann die geilsten Sachen irgendwo im Backend programmieren, besonders wenn ich dann ein Business-Entscheider bin, die technisch vielleicht gar nicht so versiert sind, ja. Und ich möchte das Ganze dann visualisiert darstellen, dann stehe ich halt da, ja? Und kriege dann irgendwie vielleicht nicht das nächste größere Budget oder sowas. Aber wenn ich halt am Frontend beginne, dann habe ich ja gleich was zum Vorzeigen. Ja, also ich würde es jetzt nicht darauf beschränken. Also es kann auch sein, dass es auch genau andersrum der Weg mal sinnvoll ist, mal bei einem Dienstleister mal, also wenn ich jetzt selber, sage ich mal, die Hoheit über das Budget mehr oder weniger habe, aber dann mal beim Dienstleister mal sage, okay, mach mir mal so einen vertikalen Durchstich, dass man praktisch sämtliche relevanten Technologie-Schnittstellen mal so rudimentär anprogrammiert, weil dann sehe ich halt auch, ob die es können. Also wenn das jetzt irgendwas Komplexeres ist, was mehrere Systeme involviert, dann kann ich halt mit so einem vertikalen Durchstich halt mal schauen, können die das über die komplette Länge zum Beispiel auch abbilden. Das kann halt, also da habe ich dann nichts, was irgendwie schön ausschaut und irgendwie einen höheren Manager dann irgendwie überzeugt, allein aufgrund der technischen Tatsache. Aber wenn ich selber zum Beispiel drinstecke und selber weiß, okay, da sind so ein paar Knackpunkte, die muss man erstmal lösen, bevor das ganze Projekt was werden kann, dann kann es halt auch so eine Sache sein, dass man sagt, okay, mal so ein POC irgendwie für 2, 3 Monate zu entwickeln. Das ist halt dann vom Budget her überschaubarer, als wenn ich sage, ich gebe das ganze Projekt. Ja, okay, also POC, POC, nicht POT. Ja. POC, POC, Ja, Proof of genau. Concept, ja. Genau, weil manchmal gibt es so einen automatisierten Subtitel, den YouTube immer automatisch ausspuckt. Das kann man, glaube ich, gar nicht vermeiden oder so. Und dann missinterpretiert der manchmal so, weil er die deutsche Sprache nicht richtig versteht. Also so gut ist die KI noch. Deswegen nochmal POC für Google. Nochmal. Okay. Ja, für diejenigen, die jetzt da zuschauen und vielleicht nicht ganz so technisch versiert sind, ja, vielleicht sogar genau die Business-Entscheider, von denen wir gerade gesprochen haben. Definition nochmal ganz kurz, vertikaler Durchstieg in dem Zusammenhang. Mal bitte ein bisschen konkretisieren, was es genau ist. Also, ja, also wenn man sich das komplette Projekt als so ein Quader vorstellt, ein Rechteck vorstellt, wo, sage ich mal, oben die obere Kante ist das, was der Nutzer sieht. Und in der Höhe gehen wir praktisch über sämtliche technischen Schichten, die das System hat. Also das ist einmal die Benutzeroberfläche, dann gibt es wahrscheinlich irgendwo so eine Mittelware-Schicht, dann kann es sein, dass es eine Datenbankschicht gibt, es kann aber auch sein, dass irgendwie die Technik dann irgendwo noch abbiegt und irgendwelche Fremdsysteme anbindet, irgendwelche Daten von einem Mobilgerät zieht oder von einem anderen IoT-Device oder irgendwelche solche Geschichten. Also wie das dann genau aufgebaut ist, hängt dann vom Projekt ab. Aber wenn man sich das mal so vorstellt, also so ein Rechteck eben oben quer, das die User-Schnittstelle, in der Tiefe das, was eben alles an technischen Bausteinen dann mitspielt, dann ist eben der vertikale Durchstich eben von oben nach unten. Also ich versuche von der Nutzeroberfläche, wo ich dann einen Button klicke, über sämtliche technischen Stufen bis hin zum Endgerät zum Beispiel zu kommen. Also im einfachsten Fall ist es eine Datenbank, das ist dann relativ trivial, aber wenn ich dann, wie gesagt, sowas habe wie ich will einen IoT-Device triggern oder sowas, dass dann wirklich auf dem Device die Hello World-Meldung erscheint. Also ich bin im Browser, klicke einen Button und irgendwie das Device springt an und zeigt seine Statusmeldung. Das wäre mal so ein einfacher vertikaler Durchstich, dann weiß ich, okay, ich kann wirklich von der User Frontend aus die Steuerung bis runter aufs Gerät halt irgendwie realisieren. Da sämtliche Protokolle praktisch sprechen, miteinander kommunizieren. Und dann eben als Gegensatz dazu oder als Ergänzung horizontaler Prototyp ist dann eben, wenn man noch oben praktisch das so, wie so ein T dann praktisch baut, eben das UI dann noch ein Stückchen weiter dazu baut. Das ist dann dieser horizontale Prototyp. Dass ich halt, da ist dann keine echte Funktion dahinter, aber es wird halt dargestellt, wie sieht das Ganze für den Endnutzer dann in der entsprechenden Oberfläche aus. Das heißt, man hat dann so ein T-Shape und wenn ich das komplette Produkt dann machen wollen würde, dann würde ich eben das komplette Rechteck ausbauen.
Ja, das sind dann diese typischen Großprojekte auch, wo man sozusagen eigentlich noch gar keine Funktion in dem Sinne hat, sondern letztendlich nur diese T-Shapes, die man dann teilweise global an sämtliche Key-User ausrollt, die auch sich für sonst nichts interessieren, außer ihre Funktionen. Zum Beispiel. Ja, also es Das ist, wäre dann, das wär dann was ich die, oft, eher die Richtung. ja, was ich oft sehe oder was auch sehr gern gemacht wird, sind diese UI-Prototypen. Das ist lustigerweise wahrscheinlich eben genau wegen dieser Management-Kommunikation oder auch Stakeholder-Kommunikation ist das halt, wird es sehr gerne gemacht. Diesen POC-Ansatz oder vertikalen Durchstich sehe ich eher im Vergleich dazu ein bisschen seltener, halte ich aber je nach Projekt für genauso wichtig, weil Ja, klar. was nutzt das, wenn du irgendwie unter dem Projekt dann bei der Hälfte der Zeit dann merkst, okay, ich komme hier gar nicht bis zum Ende durch, aus irgendwelchen technischen Gründen. Drum Ja, ist es ja. für fast genauso wichtig. Das ist Also ja das genau der eine ist Punkt. die Das ist Frage, ja. mache ich das Richtige? Und das zweite ist die Frage, kann ich es denn überhaupt machen? Also das sind Ja, die und zwei die dritte Frage, Dimensionen. wie vermarkte ich das Ganze, wenn man zum Beispiel Leute hat, die einfach dann nur irgendwie eine Statusmeldung von Hello World sehen, aber gar nicht dahinter verstehen, was es bedeutet, was es sozusagen ein Erfolg bedeutet, weil sie es einfach nicht realisieren können, nicht wahrnehmen, nicht visualisieren können unter sich, weil sie einfach zu wenig Ahnung haben von der Tiefe. Und deswegen Genau. gibt es halt eher diesen UI und UX und das kennt, das sind auch Buzzwords, die kennt jeder und dann kann man selbst Leute, die eigentlich von weniger von technischen Dingen Ahnung haben, die aber teilweise gerade diejenigen sind, die dann letztendlich auch die größeren Budgetknöpfchen drücken müssen oder vor der Entscheidung zumindest stehen, vor der Herausforderung, ist ja auch nicht immer so ganz einfach, so ein Leben zu führen, aber die dann letztendlich sozusagen da mehr Fleisch am Knochen sehen, was es dann im Hintergrund bedeutet, ist jetzt nicht wieder eine andere Frage. Und das ist ja genau der Punkt, warum halt dann letztendlich im Umkehrschluss auch leider, leider, leider viele Projekte dann nicht so umgesetzt werden können, beziehungsweise mit anderen Erwartungshaltungen dann reingegangen wird ins Projekt und dann sozusagen Budgets sprengen und dergleichen und so weiter, weil man halt von vornherein sich Gedanken macht, okay, wie bekommen wir erstmal ein erstes Budget? Also eher mit dieser Marketing-T-Shape-Geschichte und sich eigentlich um dieses technische Proof of Concept, Ja, muss dann hast man du sagen, eigentlich keine keinen Gedanken T, machen. sondern eigentlich nur diesen Ja, verbalen oder Bogen. halt Also eben den. die Tendenz dahin, ja, um, und das ist halt das Spiel da draußen, ja, und da gibt es jetzt auch keine simple Solution, weil es einfach eben ein Thema ist, wo einfach diese zwei, mindestens zwei und meistens sogar viel mehr Welten noch aufeinanderprallen, ja. Wir reden halt nicht jetzt halt, nur von einer Abteilung, die irgendwas entscheidet und umsetzt und für sich selber irgendwie was macht, sondern eben von unterschiedlichsten Abteilungen, die teilweise sehr konträr sind. Und wir reden halt von digitalen Transformationsprojekten, da wo halt einfach Abteilungen teilweise auch gemeinsam Entscheidungen fällen müssen oder in Kooperation, die eigentlich unterschiedlicher gar nicht sein können. Ja, also sozusagen, also im B2C-Leben vielleicht der Florist mit dem Friseur und dem Bäcker. Die müssen jetzt gemeinsam eine Entscheidung fällen, wie sie die Straße bauen, die zu ihren Geschäften hinführt oder sowas. Ja. Und jeder lebt in einer komplett anderen Welt. Aber ja, jetzt natürlich die Frage, du mal angenommen, du sagst jetzt, okay, dieser vertikale Durchstieg macht einfach mehr Sinn. Ja, so mal Szenario 1. Und was müsste man dann da so an Budget in die Hand nehmen? Ist natürlich jetzt vielleicht auch eine sehr generelle Frage wieder, aber dass man sozusagen dann noch ein bisschen mehr Fleisch am Knochen bezüglich Budgetgrößen und so weiter, was im Umkehrschluss, mal angenommen, jetzt schaut gerade jemand zu, der aus der Softwareentwicklung selber auch ist, dann auch eine bessere Idee geben kann, okay, was bedeutet das an Projektvolumina, Projektumfang, was könnte das für mich bedeuten? Weil da gibt es ja auch sehr große Variationen, wir hatten ja auch wieder viele Sales Calls diese Woche, und da gibt es teilweise so, tatsächlich gibt es Softwareentwickler, die machen Projekte für 1.000 oder 2.000 € oder so, frage mich immer, okay, was genau bauen die da? Und da gibt es ja 50.000 und es gibt 500.000. Ja? Also vielleicht dazu noch ein paar Worte. Ja, das ist halt, das ist schwierig, weil es sehr, sehr, Schwierige sehr, Frage, sehr ist schon stark vom klar. Track. Also ich habe schon vertikale Durchstiche gemacht innerhalb von einem Tag. Also es ist halt genau die Frage, oder geht halt darum, also da muss man jetzt vorher mal die Fragestellung überhaupt formulieren. Wenn man jetzt sagt, okay, man, also Da war dann das dein war. Tagessatz aber auch 5.000 €. Muss man auch dazu sagen. Wenn du So es wie innerhalb hier. von einem Tag hinkriegst, dann. Genau. Ja, also.
Ich würde mal so sagen, wenn du jetzt in den Sphären, wo wir uns bewegen, auch, wenn du da sagst, okay, man baut mal so ein Ding, um einfach mal zu sehen, wie, wenn man jetzt nicht nur den rein vertikalen Prototyp macht, sondern so ein bisschen UI auch mit dazu baut, ein bisschen Funktionalität, dann bist du da mit 1, 2, 3 Monaten, je nachdem eben, um was es konkret geht, kannst du da schon sehr, sehr viel reißen. Also, das ist auch ein Modus, wo wir sagen, oder wo ich sage, da rentiert sich noch gar nicht so viel in die Breite zu skalieren, weil da ist sehr viel Research auch oft mit dabei, dass man sich erstmal anschauen muss, wie funktioniert das Ganze. Dann macht es keinen Sinn, da gleich 2, 3 Leute dran zu setzen, weil dann die unter Umständen zweimal oder dreimal den gleichen Research machen, sondern es macht halt Sinn, dass erstmal einer sich das Ganze anschaut, sich so einen Plan zurechtlegt, wie gehe ich das ganze Problem an, wie kann so eine Lösung aussehen. Das heißt, du hast halt dann einen Senior oder ja, Top-Entwickler, würde ich mal sagen, der dann mal da so einen Monat, 2 Monate, 3 Monate, da je nachdem, was konkret die Fragestellung ist, da baut, kann man sich ja dann irgendwie so ausrechnen vom Tagessatz her. Ist dann, wie gesagt, also ich bin dann schon immer ein Freund davon, dass es so ein Pop nicht einfach nur so ein Wegwerfding ist, sondern dass es halt dann schon inkrementell wächst, weil dann hat man auch so ein leichten Übergang. Viele machen es ja, oder oft ist es ja so, dass irgendwie gesagt wird, okay, wir bauen jetzt mal einen POC und den schmeißen wir dann weg und machen es nochmal neu gescheit. Da bin ich jetzt gar nicht mal so der Freund davon. Also ich bin eher so der Freund davon, das wirklich inkrementell zu machen und vornherein so anzusetzen, dass man diesen POC dann auch erweitern kann. Der ist dann zwar an vielen Stellen einfach schnell zusammengerotzt, aber es sollte dann schon so sein, dass man, wenn man diese Stellen, wo man eben auch weiß, da hat man eine Abkürzung genommen, wenn man die dann rausrefaktoriert oder dann in richtig nochmal baut, die einzelnen Stellen, dass man da dann eben mit diesem Ding auch schon weiterarbeiten kann. Dass man halt wirklich auch schon sehr früh was Lauffähiges hat, was dann einfach auch als Test, ja, Testdummy halt dann auch verwendet werden kann. Und man da sehr schnell auch in einer realistischen Umgebung dann irgendwie ist und nicht irgendwelche Dummy-Daten nur sich zusammensucht, die dann irgendwie vielleicht die Realität dann richtig widerspiegeln. Ja. Ich hatte einen Kontakt, den kenne ich schon seit vielen Jahren, CDO, und der kam auch ursprünglich aus großen Agenturen, ist dann gewechselt zum Mittelständler und war so ein richtig typischer Hidden Champion Mittelstand, ich glaube 200 oder 150 Millionen Euro oder sowas Umsatz im Jahr, relativ dominierend in einer bestimmten Markt, in einer bestimmten Branche. Und dort haben sie auch immer wieder versucht, Software zu entwickeln, ne? Also bestimmte Software, die sie sozusagen auch als Produkt oder als digitales Begleitprodukt sozusagen dann auch geplant haben zu verkaufen. Und dann also noch ein anderes Projekt, da ging es um eine Handelsplattform, also die Schnittstellen zu von und zu Zulieferern, Kunden, Kundeskunden und so weiter. Ein Stück weit auch die Verkürzung der B2B-Vertriebsketten, ja, also das ist ja auch so ein ganz großes Thema, das ist ja auch über die Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte so organisch gewachsen, ne, dass man dann auch gar keinen Vertriebspartner auf die Füße tritt, also man könnte ja theoretisch heute als Hersteller fast alles direkt verkaufen, ja, also ein ganz großes Thema auch. Aber bei dem war es halt so, ich habe den dann telefoniert und so weiter, irgendwann mal hat er so, war er gerade in seinem, der hatte so ein, wie heißt dieser Renault, dieser Supersportwagen da, Renault hat irgendwie so einen Supersportwagen, der irgendwie Porsche, auf so einem Level von Porsche ist halt nur nicht den Brand. Und ich weiß noch genau, war so in dem Sportwagen immer die Gänge so geschaltet, so, also irgendwie hat er so gerade seinen Frust abgeschoben. Irgendwie, was weiß ich nicht, 260 Sachen oder was gerade gewesen und erzählt mir da halt. Also das war schon ein cooler Sales Call auch. Sozusagen schüttet halt so gerade sein Herz aus. Das ist immer das Genialste, wenn du dann mal so einen Moment getroffen hast beim Entscheider, weil dann kriegst du halt wirklich alles mit, also direkt aus dem Nähkästchen. Und er sagte, okay, mittlerweile ist halt so, dass er von seiner Geschäftsführung, also von den Inhabern de facto, für kein Projekt mehr bekommt wie 100k. Also egal, was er versucht irgendwie anzugreifen in puncto Software, es ist immer maximal 100.000, weil sie einfach nur noch weil sie sich nicht mehr sonst zu helfen wissen, wie sie das sozusagen den Schadensbegrenzer irgendwie anders
weil sie es sonst nicht überblicken. Weil es ist wieder so typisch, ne? Das ist quasi alteingesessene Inhaber und Geschäftsführer und so weiter, die halt letztendlich denen gehört der Laden seit, ich weiß nicht, 100 Jahren oder noch länger. Aber das sind halt nun mal, die kommen halt nicht aus der IT, aber jetzt ist halt, also spätestens jetzt, ist halt so, dass halt irgendwie alles mit IT zu tun hat und man kann sich da nicht mehr verstecken. Also es muss einfach, gewisse Dinge müssen gemacht werden. Und okay, wie ist es, wenn man selber keine Ahnung hat, muss man halt Leuten vertrauen, die gegebenenfalls Ahnung haben. Dann wird man halt einmal verbrannt, zweimal, dann irgendwie in der ukrainische irgendwo was, das war noch vor oder vor dem Krieg. Und hier in dem Ausland noch irgendeine Bude und da und hier und dort und jedes Mal irgendwas verbraten, einmal weniger, aber dafür umso schlimmer und dann einmal wieder. Und jetzt kriegt er halt für jeden POC, es ist also nur noch quasi, nur noch POC, Budget da und maximal 100.000 Euro. Und was würdest du so einem Typen sagen? Also was würdest du so einem Typen raten? Ich meine, weil irgendwie kriegt er, Ja, er kommt einfach schon seit Jahren nicht von der Stelle. Das kann man fast nee, so sagen. ja, also Ist ich immer wieder weiß es nicht. dieser Also Brocken, dann wird er wieder weggeschmissen oder komplett und dann wieder ja was gut, dann ist die Neues. Frage, warum schmeißen sie die Box dann weg? Also ist die Box dann nicht tauglich oder sowas? Das ist halt genau der Punkt. An sich Ja. finde ich den Ansatz jetzt mal gar nicht so verkehrt, dass man einfach, weil klar, wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Budget irgendwie im siebenstelligen Bereich dann freigebe und da erstmal keinen Feedback-Zyklus drin habe, na, dann ist das Budget weg und ich habe unter Umständen halt nicht das, was ich brauche. Also da Ja. so ein paar Firewalls zu haben, dass man sagt, okay, man setzt sich dann früh genug zusammen und schaut dann, hat es was gebracht und wie ist der nächste Schritt, finde ich gar nicht mal, also finde ich jetzt nicht verkehrt, gerade wenn es darum geht, ein neues Projekt in dem Volumen halt irgendwie anzuleiern, dann ist es. Also 100.000 kriegt man schon was hingestellt. Also sage ich mal, es gibt so jedem Budget auch ein Projekt. Also da kann man schon mal was anfangen und zumindest mal was zeigen. Und je nachdem, also ich weiß es nicht, um was für hochkomplexe Themen es bei denen geht, aber dass man mal, wenn man mit so einem POC dann irgendwie zumindest die Überzeugungsarbeit dann leisten kann, dass es dann irgendwie weitergeht, das finde ich jetzt so verkehrt. Man muss halt schauen, wenn es in der zweiten, dritten Iteration dann immer noch bei diesen 100.000 Euro-Schöttchen bleibt, das hat natürlich derjenige auch das Problem, dass du halt dann, wenn du sagst, okay, dich committest, okay, sei, du sagst, okay, das passt so, der POC ist gut, wir sehen auch den Benefit, den wir damit kriegen und es wird auf kurz oder lang auch die 300, 400, 500.000 irgendwie reinholen, die eigentlich das da rein investiert werden müssen oder noch mehr. Wenn du das dann siehst und immer noch in diesen 100.000 Euro-Schöttchen gehen musst, dann wird es halt insofern schwierig, weil natürlich der Dienstleister sich dann schwer tut, da auch von seiner Seite her das Commitment reinzukriegen. Also ich kann Ja. keine vier Leute parallel da draufsetzen, wenn nach 2 Monaten schon wieder das Budget weg ist. Das macht dann halt auch wieder keinen Sinn. Das heißt, dann wird es halt so ein ziemlich langer, schwieriger Kaugummi. Letztendlich das Ganze zu machen, kann man schon machen, aber da muss man halt dann schauen, wenn halt der POC da mal steht und das mal ein bisschen überzeugt hat, dass man dann vielleicht die Summen so ein bisschen anpasst. Also ich finde es so witzig bei Google Ads, die Abbuchungen, die gehen ja auch so. Die fangen ja an mit 30 Euro. Wenn du die 30 Euro gezahlt hast, dann beim nächsten Abbuchung sind es dann 50 Euro. Wenn du die gezahlt hast, dann vertrauen sie dir schon bis 100 Euro und irgendwann hast du wahrscheinlich dann so, dass mal die 1.000 Euro abgebucht werden, aber die tasten sich ja auch so stückchenweise dann an das daran, zahlt er dann auch zuverlässig seine Rechnungen. Und so würde ich es halt bei sowas auch versuchen hinzukriegen, dass man sagt, okay, es müssen ja gar nicht mal im ersten Wurf gleich die 100.000 sein, dass man sagt, okay, man macht mit, keine Ahnung, erstmal irgendwie so ein bisschen Workshop. Dann sieht man mal, okay, hat der Dienstleister überhaupt mal verstanden, was da gefordert wird. Also dann macht man mal einen Monat mal so eine erste Prototypentwicklung, je nachdem, um was es da geht. Wie gesagt, ich weiß nicht, von welchen Projekten die halt da reden, aber dass man sich halt so stückchenweise herantastet und aber dann schon auch die Budgets so ein stückchenweise erhöht. Der Vorteil ist halt, wenn du dann so die ersten 2, 3 Runden hast, dann weißt du halt auch schon, was kostet es dann in den nächsten 2, 3 Runden. Also was kann ich mit den Budgets dann auch erreichen? Das ist immer so, auch so ein bisschen schwierig, wenn dann ein Kunde fragt, wie viel kostet das denn? Und ich kenne den Kunden noch gar nicht, weil es ist tatsächlich, die Kosten hängen nicht nur rein an der Entwicklung, sondern die hängen auch in ganz erheblichem Maße halt vom Kunden ab. Und wenn ich den Kunden noch nicht kenne,
dann ist es sehr schwierig, da irgendwie auch eine konkrete Aussage zu treffen. Wenn ich da, wenn wir dann schon so ein kleineres Softwareprojekt mal gemacht haben, dann 2, 3 Runden gedreht haben, dann kennen wir auch den Kunden so ein bisschen, dann wissen wir, okay, der verbrät irgendwie 3 Viertel seiner Meetingzeit immer mit irgendwelchen Lappalien, wo nichts dabei rumkommt und macht dafür das Meeting dann noch 3-mal. Oder die sind straight, die sind auf dem Punkt, da sind die Prozesse kurz, da kann man auch konstruktiv arbeiten. Das hilft beiden Seiten. Also dann sieht der Kunde, wie arbeitet der Dienstleister und auch der Dienstleister sieht, wie arbeitet der Kunde, kann da ein bisschen so extrapolieren, was sind denn die Aufwände, wenn wir das Ding noch nächste Stufe weiterbauen. Also insofern finde ich den Ansatz gar nicht so fundamental schwierig. Also Ja, also ich glaube, in dem Fall war eines der Themen war Konnektoren, Konfiguratoren. Das sind häufig im B2B, wie ich schon erwähnt habe, häufig ein Thema, weil du brauchst dann eine Lösung, die, egal welche Datenformate und so weiter und Datenmengen da auf dich zukünftig zukommen würden, theoretisch, damit umgehen irgendwie zu können. Ja, weil du letztendlich sozusagen, wenn du international bist, also wenn du so mal so ein typischer Hidden Champion Mittelständler bist, dann hast du letztendlich sehr, sehr globale Kunden, ja, und das ist eine extremst hohe Vielfalt an potenziellen Kundenschnittstellen, die dann unterschiedlichste, teilweise bis hin zu Siemens-Daten oder Maschinendaten, was weiß ich alles für Datenformate haben. Und du kannst ja in dem Moment, wo du die Software baust, wissen die noch nicht wirklich, was da alles theoretisch auf sie zukommen würde, weil die Kunden sich jetzt mal in einer gewissen Art und Weise fluktuieren oder auch ständig verändern. Also diese hochdynamische Datenflut und da auch Datenformate. Ja, also das sind häufig einige der Probleme, die halt haben. Damit sind Ja, manche es viele ist dann Softwareentwickler auch spekulativ, überfordert. was dann jeweils dahinter steckt. Das ist, also müsste man sich mal, also so ein ähnliches Thema hatten wir tatsächlich auch in der Vergangenheit schon mal gemacht. Da hat man irgendwie eine Lösung gefunden, die sogar relativ effizient war, weil sie relativ wenig Neuentwicklungen letztendlich, aber käme dann darauf an, was der konkrete Ja, Anwendungsfall manchmal ist ist. es auch so ganz banale Sachen, dass beim Dienstleister einfach der interne Zusammenhalt nicht gegeben ist, weil das da halt so eine hohe Fluktuation ist, also dass da jetzt halt nicht die Leute nicht vernünftig zusammenarbeiten, dass halt quasi keine Also vernünftige Unternehmenskultur ist. Also es geht eigentlich letztendlich gar nicht um die Technik, sondern es geht letztendlich dann um die internen Dynamiken eines Dienstleisters. Das ist auch häufig der Fall, ja, also öfter deshalb, mal der also Fall. was ich vorhin gesagt habe, also du hast halt bei den Großen, ist nicht so, dass du unbedingt da besser aufgehoben bist. Also wenn du so einen kleineren, etwas familiäreren Betrieb hast, dann ist da das Commitment von den einzelnen Mitarbeitern zum Teil auch noch vom Ticken höher. Es gibt auch Große, die gutes Commitment haben, weil sie halt ihre Leute gut behandeln, aber es gibt halt auch Große, die kriegen es halt nicht hin und das ist halt kein Garant, nur weil du jetzt irgendwie so ein größeres Schiff nimmst, dass da die Leute dann morgen noch die gleichen sind wie heute. Selbst, also, dass du, je nachdem, wie groß jetzt da, du in deinem Projekt bist, also mit 100.000 bist du da jetzt auch nicht irgendwie den Key Account Manager oder den Geschäftsführer dann unbedingt bekommen als Ja, Ansprechpartner. klar. Das heißt, bei einem kleineren hast du halt dann schon eher gleich irgendwie relativ kurzen Draht, so ganz ziemlich weit oben und dem ist dann auch wirklich dann gelegen, dass das Ding läuft. Also, Klar, du hast das kann halt, bei einem kleineren schon auch wieder ein Vorteil sein. genau, du hast halt mit verhältnismäßig geringerem Budget eine verhältnismäßig wesentlich höhere Bedeutung bei kleineren, desto kleiner der Dienstleister logischerweise ist. Ne? Also Fairerweise muss man mal natürlich auch. ganz hypothetisch extrem ausgedrückt, wenn du eine halbe Million Budget hast und gehst in einen einzelnen Freelancer hin, dann hast du eine sehr hohe Priorität. Ja. Ja, da ist also natürlich hast du bei einem kleineren auch mehr Fragilität, sage ich Ja. mal. Also da Es ist, hat alles seine Vor- und Nachteile. Also es ist nur, sag mal, die Tendenz, sag mal, den Großen zu nehmen, das ist nicht unbedingt immer die richtige Wahl dann. Ja. Man muss die richtige Projektgröße für den Dienstleister finden oder umgekehrt, den richtigen Dienstleister für die Projektgröße. Ja, der Hintergrund dafür ist wieder, dass wenn eine richtig große Bude, ist ja auch kein nicht schlechtes, nicht gutes, es ist einfach nur ein Fakt. Eine richtig große Bude läuft ja, kann ja auch nur laufen, wenn sie durchstrukturiert ist, also durchstandardisiert. Das heißt, wenn du jetzt ein bisschen aus dem Standard der vorherrschenden Bude, dann des vorherrschenden Dienstleisters eben rausfällst, dann kriegst du halt nicht das, was du brauchst. Ganz einfach.
weil Ja, der ja, weil, weil, weil der ja. Du Dienstleister, weil kriegst der halt auch Dienstleister nicht sagt, hey, ich die. habe 2000 Leute, wenn ich jetzt das für jeden Kunden extra Würste mache, dann fällt mein ganzer Laden auseinander. Ja. Ja. Und das ist halt einfach nur Fakt. Ich meine, das ist jetzt nicht negativ, das ist groß, das ist einfach nur, so ist es halt. Fertig, ne? Weil Ja, also das ist einfach Gesetz der Statik. Ne? Also wenn ich drei Kieselsteine hinstellen will, einen Wolkenkratzer draufbauen, wird halt nicht funktionieren. Ja, also. nee, genau das ist der Punkt. Also es kommt immer darauf an, was man braucht. Also wenn ich jetzt eine große Plattform brauche, die ich einfach nach genauen Standards dann irgendwie runter haben will, dann bin ich da vielleicht ganz so verkehrt aufgehoben. Aber wenn ich halt zum Beispiel auch wieder so ein bisschen mehr Kreativität brauche, wie soll denn das Ganze funktionieren? Da bist du vielleicht bei so einem Kleinen, der dann da halt wirklich also auch drauf setzt, wirklich die Leute entsprechend zu haben, die da diese Kreativität mitbringen, bist da vielleicht besser aufgehoben. Also gerade wenn du dir halt auch anschaust, wenn so ein größeres Schiff in der Vergangenheit sehr stark in kurzer Zeit gewachsen ist, dann frage ich mich dann immer, wo kriegen die Leute her? Also das ist dann immer so die Sache, weil sag mal, der Hey, Arbeitsmarkt ist jetzt für. da hängen dann meistens ein paar kleinere irgendwo dran hinten rum. Aber ist vielleicht nochmal ein Thema für ein extra Video. Ja. Wir sind jetzt auch schon gut in der Zeit, also machen wir nochmal ein extra Video da zu dem Thema. Und ja, dann will ich mich auf jeden Fall für dieses Video schon mal bedanken bei dir. War wieder richtig cool, Entwickler Real Talk. Richtig coole paar Themen dabei. Wenn es euch da draußen gefallen hat im Ether, dann einfach mal Daumen lassen, vielleicht einen Kommentar oder sowas. Oder auch bei Michael vorbeischauen bei der Webseite GMP Soft. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder im nächsten Real Talk. Bis dahin, euer Thomas Klein und euer. Michael, danke. Bis dann.